Moin, mal kochen wir schnell. Heute gibt es mal wieder ein Unboxing und zwar vom Ninja Foodimax Pro Grill, Plancher und Fryer. 17 Kilo, selbst gekauft, aber der Postbote musste es schleppen. Und wenn man die Kiste aufmacht, dann sieht das so aus. Obendrauf ist schon die Schnellstartanleitung und ich hole das mal alles aus dem Karton. Und dann seht ihr, im Karton ist das Gerät mit Airfryer und Plancher und zweimal Papier. Ich fange mal an mit der Schnellstartanleitung. Ich mag das immer, weil das bei Ninja wirklich ausführlich ist. Das ist gut geschrieben, viel bebildert und ihr solltet euch auf jeden Fall die Schnellstartanleitung einmal durchblättern, einmal ansehen, auch was das Bedienfeld angeht. Gucken wir uns nachher noch an. Ihr seht ganz viele Tipps hier, Thermometereinsatz und wie man das Gerät aufbaut. Ein paar Ideen für Soßen, dann natürlich für die Grilltabelle Vorschläge, für die Planscher Vorschläge und für den Airfryer. Das war's auch schon. Na, das finde ich sehr praktisch hier, diese Bedienungsanleitung. Die ist jetzt natürlich der technische Teil und die zeigt euch nochmal, was ist alles im Karton, was ist dabei, wie bedient man das, wie baut man es ein, wie baut man es aus. Wie benutzt man es? Also sehr, sehr nützlich. Auch das solltet ihr zumindest einmal durchblättern, damit ihr eine grobe Idee habt, wie geht das Gerät. Ja, gucken wir uns das Gerät selber mal an. Und hier ist das Gerät ausgepackt. Ich finde es schick. Ich finde, es hat ein schönes Design. Die Oberfläche ist nicht mehr ganz so griffempfindlich wie früher. Das finde ich gut. Am Anfang dachte ich, da sieht man den Fingerabdruck drauf. Das ist aber nicht so. Also schon ein ordentliches Gerät, schon ziemlich hoch und im Vergleich zu meinem alten Ninja, ich blende euch mal oben das Unboxing von dem Gerät ein, ist es ein bisschen größer, aber gar nicht so viel größer, wie ich erst dachte. Wenn wir das Gerät aufmachen, dann kommt es so montiert aus dem Karton. Eingesetzt ist die sogenannte Grillplatte und diese Platte muss immer drin sein, sonst könnt ihr mit dem Gerät nicht arbeiten. Die ist eingeklippt. Und da ist so ein roter Knopf links hinten. Wenn man ihn drückt, dann kommt diese Grillplatte raus. Ihr seht, die hat unten so zwei Kontakte. Und diese Kontakte müssen natürlich immer eingerastet sein. Vorne ist so eine Art Saftrinne, Fettrinne, wie ihr es vielleicht vom Opti-Grill kennt. Das ist sehr praktisch. Ihr könnt das Ding nicht falsch rum einsetzen, dann klippt der nicht ein. Sondern ihr müsst diese Rinne immer vorne haben, so ein bisschen einsetzen hier. Und dann und schon ist die Grillplatte eingesetzt. Also große Fleischstücke, Würstchen und so weiter könnt ihr alles auf der Grillplatte machen. Ja, natürlich hat das Gerät einen Knusperkorb oder Airfryerkorb, wie ihr das nennen mögt. Na, der ist ziemlich groß und der ist schön flach. Ich finde das sehr gut. Der wird einfach nur aufgesetzt auf die Grillplatte und dann schließt ihr den Deckel. Und dieser Airfryerkorb ist wirklich geräumig. Also da geht ordentlich was rein. Und das war auch einer der Gründe, warum ich den neuen haben wollte. Ja, ein tolles Teil, was hier bei dem Ninja Foodimax Pro dabei ist, ist die Plancha. Also eine Grillplatte, das habt ihr vielleicht auch draußen bei eurem Grill. Da könnt ihr Eier machen, da könnt ihr Bacon machen, Gemüse anbraten. Super praktisch. Kenne ich bisher nur von diesem Gerät. War auch für mich eins der Kaufkriterien. Und wieder ein super praktisches Feature. Das Gerät hat ein Thermometer direkt am Gerät. Ihr seht, das ist an der Seite so eingeklippt in der Halterung. Und dann könnt ihr das hier rausnehmen. Dann habt ihr den Temperaturfühler und so einen kleinen Klinkenstecker. Und der wird vorne rechts einfach eingeklippt. Und jetzt könnt ihr den Temperaturfühler in euer Steak oder in euren Schweinebraten oder was immer ihr macht, stecken und dann ins Gerät und das Gerät schließen. Und vorne gibt es extra drei Tasten, die nur für diese Temperaturfunktion belegt sind. Ja, wenn ihr fertig seid und das Thermometer ist wieder sauber, dann steckt ihr es einfach wieder in die Halterung hier zurück, wickelt das Kabel wieder auf und klippt das wieder ein und es ist super verstaut und immer am richtigen Platz. Man muss es nicht suchen in irgendeiner Schublade. Fertig. Ja, im Deckel sehen wir noch hier dieses Sieb. Diesen Filter, das ist der sogenannte Spritzschutz und der sorgt dafür, dass eben die Heizeinheit nicht so stark verschmutzt.
Das Ding kann man in die Spülmaschine stecken, wie alle Teile übrigens vom Ninja, die Einsätze, und ist super einfach auszubauen und super einfach einzubauen. Wieder einfach wieder einhängen und klippen. Fertig. Ja, schauen wir uns jetzt mal die Bedienung an. Also wenn ihr das Gerät einschaltet, dann fängt es immer an mit Grill, High, 10 Minuten. Und dieses Bedienfeld hier, das müsst ihr euch mal einmal angucken. Wer schon Ninja hat, der wird da kein Problem mit haben. Ich empfehle euch aber Seite 27 der Schnellstartanleitung. Da habt ihr nämlich ein schönes Bild mit Erklärung. In der Mitte ist der Programmknopf Start, Stopp und Drücken. Also sehr einfach, und mit diesem Programmknopf wählt ihr die einzelnen Funktionen. Das sind ja 7 Stück. Links 4, rechts 3 aus. Und dann könnt ihr mit den Tastenfunktionen und Zeit nochmal alles näher einstellen. Auf der rechten Seite habt ihr dann die Plancher und Reheat, wieder erhitzen, Dehydrate zum Dörren, und links Grill, Roast, Airfry und Bake. Unten seht ihr immer die Zeit in der Anzeige und oben seht ihr immer die Temperatur. Also das ist wirklich logisch aufgebaut. Und jetzt fangen wir mal an mit der ersten Funktion. Das ist die Funktion Grill, die immer voreingestellt ist, wenn ihr ihn startet. Und das können wir jetzt verändern. Beim Grillen habt ihr die Möglichkeit, von einer bis zu 30 Minuten einzustellen. Es gibt 4 feste Temperaturstufen, Low, Medium, High and Max. Eine von den 4 müsst ihr auswählen. Und die kleinen Flammen da links, die zeigen euch das. Nächste Funktion, die wir dann links haben, ist Roast, also braten, anbraten. Hier können wir wählen von einer Minute bis zu 240 Minuten, also 4 Stunden. Und in der Temperaturskala haben wir die Möglichkeit, die Temperatur einzustellen von 120 Grad mindestens bis maximal 220 Grad. Ja, dann haben wir die Airfry-Funktion, Heißluft, wahrscheinlich die wichtigste Funktion, für mich jedenfalls die meistbenutzte. Eine Minute bis zu einer Stunde kann man voreinstellen, natürlich hinterher immer wieder händisch verändern und verlängern, überhaupt kein Problem. Und Temperaturspanne, wir haben die Möglichkeit beim Airfry 150 bis 240 Grad einzustellen, das sollte wohl reichen. Ja, letzte Funktion auf der linken Seite, Bake, Backen. Beim Backen können wir wieder wählen von einer Minute bis zu 4 Stunden und Temperatur 120 bis 200 Grad. Dann könnt ihr auch euer Brot backen in der Maschine. Auf der rechten Seite haben wir noch 3 Funktionen. Geht los mit Plancher. Die Plancher können wir einstellen von einer Minute bis zu 30 bis zu einer halben Stunde, und Temperaturskala ist 160 bis 200 Grad. Dann haben wir Reheat, erhitzen, wieder warm machen. Dann haben wir eine Minute bis zu einer Stunde, kann man hier maximal einstellen bei Reheat, dann schaltet sich das Gerät ab. Und Temperaturskala haben wir 130 Grad bis 210 Grad. Ja, und letzte Funktion, die wir hier haben, Dehydrate, also Dörren. Da können wir einstellen, eine Stunde bis 12 Stunden, und Temperaturskala ist 40 bis 90 Grad. Ja, damit haben wir alle Funktionen durch hier, diese 7 Funktionen, die das Gerät bietet. Oben nochmal die Reihe Manual, Preset und Cook Level müsst ihr euch angucken in der Bedienungsanleitung. Die gehören zum Thermostat, zum Thermometer, was ja fest verbaut ist. Soviel zu meinem Unboxing vom Ninja Foodimax Pro. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne ein Like und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei. Koch mal schnell.